Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Empire of Sin. In der letzten Folge hatten wir, ja, ich würde fast sagen, ziemlich viel Glück. Wir haben einige Kisten erbeutet und also Gauner besiegt und dann deren Kisten abgenommen. Und zusätzlich haben wir auch durch Quest-Belohnungen oder während Quests etwas Schönes bekommen. Und dadurch haben unsere ja, also erstmal wir als Boss ein Scharfschützengewehr bekommen, was extrem gutes Schaden und Crit-Werte hat. Und auch unser Angestellter, Untergebener, hat eine neue Schrotflinte bekommen. Und auch die ist ja nicht minder gut. Mal gucken, wie das Ganze dann aussieht, wenn wir in einem Kampf sind. Das werden wir uns vermutlich relativ fix angucken können. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei einem neuen Gebäude, denn ich denke mir, die 6000, die wir jetzt haben, werden wir vielleicht erstmal in Upgrades für unsere jetzigen Gebäude stecken. Und bevor wir das tun, möchte ich nochmal gucken, wie unsere Auffälligkeit denn ist. Denn wir wissen ja, dass die Gebäude ja alle einen gewissen Auffälligkeitswert haben und je auffälliger die sind, desto schneller kann es passieren, dass die Polizei vorbeischaut. Das gilt es natürlich zu verhindern. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo man das genau gesehen hat. Ja, das. Nee. Irgendwo gab es da eine Übersicht, die habe ich auch schon mal gesehen. Sicherheit. Ist das der Sicherheitswert? Ne, ich glaube nicht. Verdacht. Alles klar, das ist der Verdachtswert. Der ist. Oh, der ist zum Beispiel beim Feldherrenclub auf. Ja, wir sehen's. Beim Feld. Oh, alles klar. Wir müssen gar nicht in den Club rein, sehe ich jetzt gerade. Wir können das einfach hier anklicken. Das ist natürlich eine Komfortfunktion, die habe ich noch gar nicht gewusst. Okay, dann können wir das ja hier alles schön uns mal anschauen. Wir haben hier den Club 2. Das ist auch ein Speakeasy von uns. Der hat einen Verdachtswert von 80. Das ist schon ziemlich hoch. Ich denke, da sollten wir auch mal was in die Ableckung investieren. Kostet hier 1500. Ich denke, das ist eine gute Investition. Dann haben wir den Feldherrenclub, der hat sogar einen Verdachtswert von 95. Da sollten wir auf jeden Fall etwas reinstecken. Denn ich denke, je höher dieser Wert ist, desto schlechter ist das für uns. Ja, hier seht's, von 100. Oh, oh, oh. Das sollten wir sofort machen. Und jetzt denke ich auch darüber nach, dass wir das sofort eventuell umsetzen. Also das Ganze beschleunigen, diesen Ausbau. Kostet allerdings mit 1125 Dollar ziemlich viel. Ähm, 33 Tage. Also das ist ein bisschen was über einen Monat. Kann natürlich sein. Ich glaube nicht, dass das so schnell wächst. Können wir uns das hier mal zum Vergleich angucken? Der Verdacht von 0. Okay. Na gut. Wir lassen das jetzt erstmal laufen. Vielleicht können wir dann. Gucken wir uns mal den Fisherman's Yard an. Der hat auch einen ziemlich hohen Verdachtswert. Da werden wir auch nochmal was investieren. Dann lassen wir das jetzt einfach laufen. Vorher nochmal gucken. Hier ist Verdacht 90. In der Glückshalle ist sogar 95. Verdacht 0. Verdacht 0. Und hier haben wir auch noch eins. Das ist nur unser Unterschlupf, der hat sowieso keinen Verdacht. Okay, dann werden wir. Da war eben eins mit 95, jetzt habe ich mir den Namen natürlich nicht gemerkt. Hier, und zwar die Glückshalle. Das ist ein Casino von uns. Da werden wir auch mal was in die Ableckung investieren. Das kostet sogar noch ein bisschen weniger. Okay. Ich denke, das war absolut nötig, dass wir das getan haben. Da müssen wir weiterhin Auge drauf halten. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt. Dürfen wir nicht tun. Okay. Gut, dann brauchen wir wieder ein bisschen Geld. Und ich habe mir überlegt, eigentlich brauchen wir diese ganzen Waffen hier nicht.
Die Schrotflinte sowieso nicht. Die können wir verkaufen. Na, Gewehr und Präzisionsgewehr ist ein Unterschied. Ich möchte eigentlich von jeder Waffe eins da haben. Und diese Thompson können wir dann eigentlich auch verkaufen. Genauso wie diese Maschinenpistole hier. Denn wir haben hier oben noch eine Thompson, die episch ist. Die hat ja in allem bessere Werte gehabt. Dann haben wir hier noch ein Präzisionsgewehr. Ich denke, das können wir auch ruhigen Gewissens verkaufen. Und dann behalten wir da den Rest. Und jetzt gucken wir noch mal kurz hier. Ja, ihr seht, die Waffe ist auch in allem schlechter. Die können wir auch verkaufen. Einen dritten wollen wir erstmal sowieso nicht anheuern. Huge und Dion, die geben erstmal ein ganz gutes Team ab. So, und dann gucken wir noch mal hier. Erste-Hilfe-Sets möchte ich auf keinen Fall verkaufen. Wunderöl. Na gut, das sind nur Peanuts. Das bringt uns jetzt gerade gar nicht viel. Wir haben sowieso 5500 schon wieder. Okay, aber hier können wir noch mal gucken. 5 Initiative, maximale Gesundheit, Loyalitätszuwachs. Das ist gut für einen Untergebenen. Verkaufen wir erstmal nicht. Und hier haben wir 20 Initiative und 3 Bewegungen. Wäre natürlich schön, wenn man hier einen Tooltip direkt einsehen könnte, was das genau bringt. Aber wir gucken mal hier. Vielleicht wird uns das hier angezeigt. Ja. Nein. Also Initiative. Die Bewegung wird wahrscheinlich die, wenn wir uns im Kampf befinden, die Reichweite der Kästchen gehen. Also wie lange wir brauchen, also wie viele Schritte wir machen können, um einen Aktionspunkt zu verbrauchen und wann es dann anfängt, einen zweiten Aktionspunkt zu benötigen. Bewegung ist daher vermutlich gar nicht mal so verkehrt. Was das mit der Initiative auf sich hat, weiß ich nicht. Gucken wir uns zum Vergleich mal Huge an. Ja, der hat deutlich weniger Initiative. Wäre schön, wenn wir erklärt bekommen würden, was das genau bringt. Naja, okay. Wir verkaufen. Nee. Verkaufsmodus. Hier möchten wir hin. Die goldene Taschenuhr. Ja. Die verkaufen wir. Und die gefütterte Baumwollschutzweste. Ich denke, da gibt es auch deutlich bessere. Verkaufen wir auch erstmal. Okay, alles klar. Dann haben wir schon wieder 6000 Dollar. Die möchte ich, glaube ich, auch investieren. Club 2 hatten wir investiert, Feldherrenclub hatten wir investiert, Fishmongers Yards, der hat auch schon 90 Verdacht. Ich glaube, hier werde ich dann auch nochmal was investieren. So. Glückshalle, da hatten wir auch schon, ja. Ins Hotel brauchen wir nichts und die Brauereien waren auch okay. Unterschlupf. Könnten wir tatsächlich auch nochmal was investieren? Allerdings, wie denke ich, wäre das in der Brauerei besser investiert. Aber in einem Unterschlupf die Sicherheit etwas zu verbessern. Ist mit Sicherheit schon mal gar nicht so verkehrt, jetzt wo wir das Geld übrig haben, denn wir werden mit Sicherheit irgendwann in einen Krieg verwickelt und dann sind wir froh, dass wir die Leute haben. Gut, und wir haben noch ein bisschen was übrig. Vielleicht sollten wir den Club mit den meisten Einnahmen auch nochmal in eine andere Richtung upgraden. Vielleicht mit der Atmosphäre. Mondpropaganda, jetzt wo wir so einen hohen Verdachtswert haben. Ich weiß nicht, finde ich vielleicht nicht ganz so angemessen. Ja, dann machen wir das hier, steigert die Einnahmen um fast das Doppelte, plus 7%. Das machen wir. Okay. So, ich denke, damit haben wir jetzt erstmal gut in unsere vorhandenen Etablissements investiert.
Und dann gucken wir mal, was noch zu tun ist. Weiteres Gebäude einnehmen möchte ich jetzt erstmal nicht. Wir gucken mal, ob es hier noch eine Quest gibt. Und ja, wenn die Stunde schlägt, treffen sie sich mit George. Machen wir das. Okay. Wo müssen wir dafür hin? In unseren Unterschlupf. Gut. George steht hier bei uns im Büro. Zur Erinnerung, George Morin, das ist derjenige, mit dem wir auch für den Priester, Father Higgins, das Bordell ja, ausgeräuchert, auseinandergenommen, wie auch immer man das ausdrücken möchte, aus dem Städtebild entfernt haben. Okay, gucken wir mal, was er möchte. Dion, ich habe nach dir gesucht. Es gibt da etwas, was ich dir sagen muss. Was denn? Es ist, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Vielleicht zeige ich es dir besser. George, wovon zum Teufel redest du? Willst du nicht rangehen? Ja, das sollte ich. Moment. Gehen Sie ans Telefon. Interagieren. Der falsche Bildschirm zuweisen. Ah, Nana, wen habe ich denn da endlich am Telefon? Sind Sie nicht leicht zu finden? Wissen Sie das? Wer ist da? Erinnern Sie sich an den Laden, den Sie angegriffen haben? Der hat mir gehört. Ich bin Frankie fucking Yale. Alles klar, das ist der Besitzer des ehemaligen Bordells, was wir auseinandergenommen haben. Und weiter? Ich kann ein schlimmster, verdammter Albtraum sein, aber ich bin ein geduldiger Mann. Ich neige nicht zu Temperamentausbrüchen oder dergleichen. Also sage ich Ihnen, was passieren wird. Sie werden sich bei mir entschuldigen und wenn die Entschuldigung gut ist, haben wir keinen Grund, uns weiter miteinander zu beschäftigen. Und wenn sie schlecht ist? Wenn sie schlecht ist, werden ich und meine Freunde Ihnen einen kleinen Besuch abstatten. Die fallen über sie her wie ein geölter Blitz, also sorgen Sie lieber dafür, dass sie gut ist. Wofür entschuldigen? Ihre Männer waren in einem Sündenpfuhl. Das ist deren Problem, nicht meins. Das ist doch Pferdekacke. Sie sind nicht der Heilige, für den sie sich halten. O'Banion, meine Männer und ich werden dafür sorgen, dass sie sich daran erinnern. Am besten lassen sie sich ein extra paar Augen am Hinterkopf wachsen. Na kommen Sie doch und holen Sie mich, Sie Arschloch. Okay. Maggie Day hat erneut die Fuselrate versäumt. Okay. Jetzt wird's kritisch. Ich möchte nicht noch mehr Ehre verlieren. Wir können uns das jetzt gerade leider nicht angucken. Nein. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Ehre wir haben. Aber das spielt auch gar keine Rolle, denn das hat der Reagan schon mit uns gemacht und sie jetzt schon wieder. Wir lassen nicht mehr mit uns so spielen. Allerdings, ich finde einfach, dass wir noch nicht stark genug sind für einen solchen Krieg. Wie stark ist denn sie? Kann man das hier einsehen? Nein. Ein Verruf von 18, nicht wirklich sehr hoch. Ha, Leute, was machen wir? Ich glaube einfach, wir sind noch nicht bereit für einen Krieg. Wir drücken noch mal ein Auge zu. Das hat aber auch ein Gutes, denn gut, jetzt überall
die Wertung sinkt. Aber ich stelle mir jetzt gerade einfach vor, dass die uns alle so ein bisschen unterschätzen. Und ja, dass das irgendwann für die nach hinten losgeht. Gut, reden Also wir weiter du. erstmal mit ihm. Wer war das? Frankie Yale, das war sein Laden, den wir angegriffen haben. Scheiße, das dachte ich mir. Das ist nicht gut, Dian. Frankie ist ein übler Kerl. Er hat jemanden aus New York gejagt, nur um an ein bisschen Geld zu kommen. Was wird er wohl mit uns machen? Frankie Yale kennt uns noch nicht. Der kann sich auf was gefasst machen. Ich hoffe, da hast du recht, Dian. Sag mal, die Sache, über die ich mit dir reden wollte. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Ich muss dich warnen, es ist nichts Gutes. Triff mich im Adam and Eve und ich zeig dir, was ich meine. Okay, wir sehen uns dort. Oha, eine schlechte Nachricht nach der anderen. Das ist ja wirklich nicht gut. Okay, wo möchte er uns treffen? Im Adam und Eva. Ist auch wieder in einem ganz anderen Viertel. Na gut, hier in Loop. Und jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, wie das bei ihr aussieht. Sie hat nur ein Speakeasy, zwei Casinos, zwei Bordelle. Also ganz so stark ist sie nicht. Und sie hat auch nicht wirklich großartige finanzielle Mittel. Also im Endeffekt ist sie genauso reich oder arm, wie auch immer man das nennen möchte, wie wir. Und im Gegensatz zu uns ist sie schon in einem Krieg. Ja, ich glaube, wenn das nächste Woche nochmal passiert, ich glaube nämlich, dass das, ja, das ist immer noch am Laufen. Wenn das nächste Mal passiert, werden wir den Krieg erklären. Dann beißen wir den sauren Apfel und versuchen, vielleicht auch mit den Fortune Tellers, ihr so ein bisschen die Hölle heiß zu machen. Okay. Aber erstmal kümmern wir uns hier um George und reisen hier nach Loop. Gut, hier sind wir. Da ist das Bordell. Okay, es geht hier also um ein Bordell schon wieder. Um von Goldie Garneau. Wir haben ja auch in der letzten Folge eine Distillerie von ihr vergiftet. Und die Los Hijos möchten eine Geschäftsvereinbarung. Die haben auch schon wieder so einen scheiß Ehrewert. Oh, entschuldigt, scheiß Ehrewert. So einen schlechten Ehrewert. Aber das sind ja passive Werte. Ich glaube, da sollte nicht so viel schief gehen. Das nehmen wir mal an. So. Auch gleichzeitig damit ist die Wertung bei den Donovans gestiegen. Okay. Offensichtlich können die ganz gut mit den Los Hijos. Hey Dian, ich kenne den Besitzer dieses Ladens. Folge mir und mach bitte keine Dummheiten. Was machen wir hier? Du wirst schon ziemlich schnell herausfinden, wonach du suchst. Halte hier drin einfach die Augen offen. Okay. Na gut. Schäbiges Bordell. Und oh, Father Higgins. Daher weht also der Wind. Wir sollten ein Bordell für ihn räumen und jetzt finden wir ihn selber in einem. Das ist ja interessant. Oh Leute, guckt euch mal an, wie schäbig das aussieht. Okay. Jetzt sprechen wir ihn direkt mal an, ne? Das ist Dion. Was machen Sie denn hier? Und was mache ich denn hier? Ich meine, ich wollte gerade gehen. Erklären Sie mir das, Vater. Ich kann es erklären. Ich war nur hier, um diese armen Seelen zu retten, um für sie zu beten. Ich wollte hier Gutes tun. Ich glaube, Sie und ich haben verschiedene Vorstellungen von retten. Bitte, Dion, es tut mir so leid, dass Sie mich hier antreffen mussten. Bitte seien Sie barmherzig.
Ich bin barmherzig, okay? Und jetzt verduften Sie, bevor ich Ihnen den Schädel wegpuste. Das wird nicht nötig sein, mein Dion. Ich gehe. Und kommen Sie nicht zurück. How's it going? Es tut mir leid, Dion. Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich dachte, es wäre am besten, wenn du es mit eigenen Augen siehst. Ich bin enttäuscht, George, aber ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Ja, aber was willst du machen? Es tut mir leid, dass ich dir das zeigen musste, aber ich dachte, du solltest es wissen. Danke, George. Ich schätze, man sieht sich irgendwo in der Stadt. Wir müssen uns irgendwas über Yale und seine Gorillas einfallen lassen, falls die sich blicken lassen. Wenn du mal Zeit hast, komme ich zu dir und wir halten uns, okay? Na klar, George. Bis dann. Okay, folgen Sie George nach draußen. Überraschung, Arschgesicht. Das sind vermutlich Frankie Yales Leute, würde ich mal behaupten. Wer zur Hölle sind sie? Ich arbeite für Frankie Yale. Verdammte Scheiße. Und wir haben ihren Kumpel George. Oh, okay. Wenn Sie ihm etwas antun, dann wird das Ihre Beerdigung. Sagen Sie mir, wo er ist. Das würden Sie gerne wissen, was? Sie müssen erst alles bei Frankie wieder gut machen. Dann gibt er Ihnen Ihren Freund vielleicht in einem Stück zurück, statt in sieben. Geben Sie ihn zurück und keiner von euch muss sterben. Sehr schön. Sehen Sie, er ist nicht hier. Sie Hohlbirne. Er ist zurzeit auf dem Weg zu Frankie. Wenn Sie ihn zurückhaben wollen, müssen Sie mit Frankie reden und mit ihm zu einer Übereinkunft kommen. Und wo ist Frankie? Sehe ich aus, als wäre ich sein beschissener Babysitter? Rufen Sie ihn an und fragen Sie ihn selbst. Schön, ich rede mit ihm. Viel Glück, Sie werden es brauchen, Arschloch. Leute, ich glaube, das ist eine sehr gute Gelegenheit, um unsere neuen Waffen mal auszuprobieren. Die lassen wir nicht einfach so davonkommen. Die haben uns gesagt, was wir wissen wollen. Frankie ist sowieso nicht mehr, George ist sowieso nicht mehr in der Nähe, sondern auf dem Weg zu Frankie. Das heißt, sie können ihm nichts tun. Und wisst ihr was? Es gab noch keine Handys zu der Zeit. Wir werden die jetzt erledigen. Was glauben Sie, wo sie hingehen? So, dann gucken wir mal. 68%. Stimmt doch auch wieder so, wenn wir weiter weg sind, wird es besser. Ja, aber bei 68 bleibt stehen, das heißt, wir können auch von hier schießen. Dann probieren wir das mal. Und der hat gesessen. Jetzt ist er dran. 30%ige Chance. 80, 90. Machen wir, die 90 reichen doch, oder? Eigentlich, wir können dann auch. Von hier scheinen wir ihn nicht zu treffen. Das sieht gut aus. Zack. Jetzt ist er dran. Ja, gut, das ging. 13 Schaden ist jetzt nicht ganz so wild. Jetzt kommen erstmal die ganzen Wachen, die hier in diesem Gebiet patrouillieren. Ach, die Fortune Tellers und die Ravencalls nehmen das jetzt ja als Grund, sich gegenseitig noch die Köpfe einzuschlagen. 18, 53. Von hinten haben wir die beste Chance. Probieren wir es da mal aus. Wir können leider nicht mehr schießen. Mit der Pistole noch. Da haben wir 53%ige Chance. Ging leider daneben. Okay. So, dann probieren wir es von hier nochmal aus mit ihm. 55 Chance wieder. Auch daneben.
sticht nochmal mit dem Messer zu. Okay, wir sind wieder dran. 53 geht das. Ah, es wird sogar noch schlechter mit der weiteren Entfernung. Okay. Hier hätten wir nochmal 58, aber... ach, verdammt. Aber er hat trotzdem getroffen, das ist schon mal ganz gut. Ich wollte aber eigentlich, ja, das Scharfschützengewehr abschießen. Na gut. So. Jetzt gehen wir noch ein Stück näher ran. 75%ige Chance. Das sollte ja jetzt klappen. Ja. Okay. Die behaken sich jetzt natürlich weiter und wir müssen jetzt mal wieder aus dem Kampfgeschehen hier rauskommen. Ich glaube, ich habe von uns aus gesehen im Norden jetzt hier auch eins gesehen. Ja, alles klar. Dann werden wir uns hierhin jetzt verduften und werden diesen Kampf verlassen. Das geht uns jetzt nichts mehr an. Sollen die sich doch gegenseitig behaken? Uns egal. Den Auftrag haben wir schon abgeschlossen. Und jetzt haben wir den Auftrag zwischen Pest und Cholera. Na, das hört sich ja schon mal vielversprechend an. So. Dion sind wir dann schon mal raus. Er braucht noch mal eine Runde. Verdammt. Aber die greifen uns ja wenigstens nicht an. Oh, okay. Alles klar. Okay, dann brauchen wir gar nicht weiter warten. Damit haben wir das jetzt geschafft. Wir bekommen $800 und von den Reagan Calls nochmal 493. Okay, sehen wir das jetzt einfach mal als Schadensersatz für die versäumten Zahlungen. Und wir bekommen noch eine Pistole und Riechsalz. Okay. Wenn die Stunde schlägt, $5000, ein Verruf und eine Schrotflinte, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe. Schauen wir uns das nochmal an. Ach, jetzt gehe ich hier schon in den Verkaufsmodus, um zu schauen. Ja, das war eine Schrotflinte, allerdings eine gelbe. Völlig uninteressant für uns. Können wir dann auch sofort verkaufen. Oh, Moment, nein, das ist eine seltene. Okay, das habe ich jetzt irgendwie übersehen. Gewehr oder Schrotflinte? Schrotflinte. Okay, dann gucken wir uns die auch nochmal an und möglicherweise kriegt Huge dann auch 47 bis 59 Schaden. Ja, ganzes Stück besser. Crit-Schaden hier ist 55, 62. 54, 67 ist auch in einem deutlich besseren Bereich. Und Crit-Chance ist mit ihr bei 5%. Das ist ein bisschen besser. Aber allgemein ist der Schaden ein ganzes Stück höher. Ja. Da bekommt George die. Sehr schön. Okay. Und wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Moment. Die Quest haben wir gar nicht ausgewählt. Ach, wir sollen Yale anrufen. Alles klar, das werden wir dann natürlich von unserem Büro aus machen. Hier unten ist der Taxistand. Und dann begeben wir uns mal in Richtung unseres Unterschlupfs, der hier ist. Alkoholqualität von Sammys Brauerei wurde verbessert. Das ist auch eine schöne Sache. Jetzt haben wir zweimal Plörre, war das, ne? Ne, zweimal Fusel. Oder? Plörre, Fusel? Die Produktion. Ja, hier, Plörre.
Da werden wir auch noch mal ein bisschen was investieren. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge, genauso wie den Anruf bei Frankie Yale. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.